Hey, ihr dümmlichen, oberfaulen Vollpappdinos! Warum arbeitet ihr nicht? Wir haben doch noch... Chef, warum sollen wir uns abackern, wenn wir noch nicht mal wissen, wozu wir eigentlich leben? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Wozu sind wir auf die Welt gekommen? Von wem stammen wir ab? Wozu gibt es uns überhaupt? Aufgepasst! Stellen Sie sich mal vor, eine riesenhafte fliegende Zauberkartoffel kommt angeschwebt, macht ein paar geheimnisvolle Bewegungen, piff, paff, puff, und die Welt ist da, na? Was halten Sie von der Geschichte, hä? Hab die Nase voll von Kartoffeln! Ich nehme an, Sie werden sich inzwischen mit dem Kartoffelismus vertraut gemacht haben und hoffe, dass Ihnen seine Antworten eine Hilfe sind. Nein! Ja. Aber wir, die gesellschaftliche politische Führung, wollen für Sie das Leben noch viel, viel einfacher machen. Von heute an werden Sie von uns nicht nur Antworten auf Fragen bekommen, die Sie gestellt haben. Nein, wir beantworten auch Fragen, auf die Sie niemals gekommen wären. Ist doch nicht wahr, das Leben wird immer besser. Hab Sie gehört, dieser Schwachkopf hat angebissen! Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Holz! Ja! Was ist unsere Aufgabe auf dieser Erde? Unsere Aufgabe ist es, nur auf die große Mama Kartoffel zu hören und unseren Verstand nicht mit Fragen zu quälen. Dazu haben wir das große Buch der Kartoffel. Hier finden wir alle Antworten, die wir brauchen. Kartoffelismus. Und jetzt gehen Sie wieder an die Arbeit. Bergab, bergauf, verschiedene Signale wirken auf dich ein. Menschen begleiten dich, ob groß oder klein. Du reagierst nicht auf alle Faktoren, ob du willst oder nicht. Was ist Liebe, was ist Schmerz, was ist Kontrolle, was ist Kommerz? Welches Leiden bricht das Herz und welches Bild ist dir ein? Situation wird anders gedeutet. Nimm sie unbedingt wahr, weiß nicht, was sie bedeutet. Vieles erklärt sich von allein. Nimm's nur an, doch der Nebel drückt den Schein. Geh weiter deinen Weg mit Blick auf die Richtung und nicht auf den Zweck. Was ist Liebe? Was ist Schmerz? Was ist Kontrolle? Was ist Kommerz? Bist du das Herz und welches Bild ist dir eigentlich verzerrt? Jede Kreuzung fordert eine Entscheidung. Sackgasse Einbahnstraße, Selbstläuferverteidigung. Der falsche Weg bietet keine Möglichkeit. Schachmatt, denn die Zeit ist dein Feind. Im Frühling kommt der Zweig. Das Beste ausgemacht. Bedeutungslos die restliche Zeit. Es ist nicht so, wie es aussieht, ein Schritt zu weit gegangen. Und Wege stehen dir offen, doch es geht nicht um die Sache. Mitmacht ist selber schuld, nur ein Wurzel bin. Von der Geburt bis in den Tod, nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Reise ist hart. Die Reise ist hart.
Ich will nicht, ich will nicht.
Parolen für die Abgehängten. Gestört eigentlich nicht die Neonazis. Mich stört eigentlich, dass die Asylanten alles in den Rachen geschmissen kriegen. Sie bekommen die Miete, ich bekomme keine Miete bezahlt. Sie bekommen Unterkunft bezahlt, sie bekommen alles bezahlt. Und ich? Sie kommen hier an, die waren bloß nach Hause gucken. Da haben die Asylbewerber zum Teil zwei Handys im Hand. Und 4 bzw. 600 Euro. Kann sich unerwähnt nicht leisten. Wir sind Nationaldemokraten. Also doch, am Ende alles. We'll be right back.
die den Schaden mitlesen. Einen Tag gibt es keinen Grund mehr. Die den Staat betreten, einen Tag gibt es keine Komme mehr. Keiner hat einer Bundeswehr. Doch nach Gott sei Dank wird ein anderer Mensch auf dir. Denn diese Bilder löscht doch kein Wert von mir. In einem Krieg, da gibt es keine Sieger. Und jetzt bist du einer der Verlierer. Deutschland in den Staat, bis diesen einen Tag gab es keine Kohle mehr. Keine Ahnung von der Bundeswehr. Dieses Deutschland in den Staat, bis diesen einen Tag gab es keine Kohle mehr. Keine Ahnung von der Bundeswehr. Sie reden von Frieden, bin ich bei Ihnen. Aber nehmen Sie es ruhig ernst. Da machen wir uns doch gar nichts vor. Es geht um die Beleuchtung. Wer zahlt die Rechnung? Der kleine Sparer. Und die Quittung zahlt die Natur. Und auch diese ganzen Vulkanausbrüche, das hat doch alles damit zu tun. Das brauchen Sie auch gar nicht zu beschönigen. Nein. Sie brauchen mich nicht zu beruhigen. Nein, Sie behandeln mich wie jemanden, der keine Lebenserfahrung hat. Ich lasse mich so hier nicht behandeln. Ich war 18 Jahre lang im Knast, war ich Gefängnisfriseur. Sie müssen mir nicht erzählen, wie das Leben geht. Ich lasse mir doch von Ihnen nicht unterstellen, dass ich meine Zeit nicht nutzen kann. Sie werden unnötigerweise persönlich. Ich war 18 Jahre lang, habe ich glaube ich schon gesagt, Gefängnisfriseur. Und mit solchen Typen wie Ihnen hatte ich des Öfteren zu tun. Da brauchen Sie mir nicht schräg von der Seite kommen.
Er hat mich nicht verstanden. Da muss man auch mal ruhig bleiben und sich vernünftig in einem ordentlichen Ton unterhalten. Das ist hier nicht passiert und ich bedauere das. Und deswegen gehe ich jetzt auch.